Moin Leute! Was genau macht eigentlich so eine europäische Stadt aus? In diesem Video erfahrt ihr es. Alles klar, kleiner Hinweis am Anfang, im Videotitel steht zwar die europäische Stadt, aber nur den einen Stadttyp gibt es hier eigentlich gar nicht. Dafür ist die geschichtliche Vielfalt in Europa einfach zu groß. Im Laufe der Jahrhunderte gab es ja an unterschiedlichen Orten verschiedene Kulturen, Religionen und Herrschaftsformen, was die Entwicklung der jeweiligen Stadt natürlich ziemlich beeinflusst hat. Vor allem der Zeitpunkt der Stadtgründung ist entscheidend. Manche europäische Städte wurden schon in der Antike vor über 2000 Jahren gegründet, viele dann im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Ja, und dann gibt's sowas wie Wolfsburg. Das ist noch nicht mal 100 Jahre alt. Klar also, dass es da Unterschiede gibt. Weil ihr aber wahrscheinlich keinen Bock habt, ein Video zu jeder europäischen Stadt zu sehen, fassen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen und suchen nach Gemeinsamkeiten. Schauen wir uns dazu mal den typischen Aufbau einer europäischen Stadt an. Einerseits haben wir da natürlich das Stadtzentrum. Das ist der älteste Teil der Stadt. Das heißt, wir haben hier die Altstadt mit vielen mittelalterlichen Gebäuden. Im Zentrum steht dabei meistens eine Kirche mit Marktplatz und dem alten Rathaus. Im Mittelalter durfte übrigens nichts höher als die Kirche gebaut werden. Deswegen ist sie in vielen europäischen Städten auch heute noch das höchste Gebäude im Stadtzentrum oder sogar in der ganzen Stadt. Neben der Kirche und den ganzen mittelalterlichen Gebäuden findet man mittlerweile meistens auch eine Fußgängerzone im Stadtzentrum mit vielen Geschäften. Die Altstadt selbst ist dabei ziemlich kompakt mit schmalen und gewundenen Gassen. Das liegt an der früheren Begrenzung durch die Stadtmauer. Alle wollten gerne innerhalb der sicheren Mauern wohnen. Deshalb wurde es mit der Zeit ganz schön eng. Irgendwann reichte der Platz nicht mehr aus und die Menschen siedelten sich außerhalb der alten Stadtmauern an. Dazu kamen einige Geschäfte, später auch die Industrie. Es bildeten sich somit Wohn- und Gewerbegebiete wie ein Kranz um die Altstadt herum. Diese breiteten sich mit der Zeit immer weiter aus. Irgendwann befanden sich kleine Dörfer, die früher etwas entfernt um die Stadt herum lagen, direkt am Stadtrand. Diese Dörfer wurden eingemeindet und bilden nun die Vorortzone der Stadt. Oft haben diese eingemeindeten Vororte daher noch einen eigenen Dorfkern mit eigener Kirche oder Kapelle. Außerhalb davon befindet sich das Umland der Stadt. Das gehört an sich nicht mehr zur Stadt, ist aber eng mit ihr verknüpft. Die Menschen, die hier wohnen, arbeiten zum Beispiel oft in der Stadt. Deswegen gibt es morgens und abends Pendlerströme zwischen der Stadt und dem Umland. Auch zum Shoppen oder für andere Freizeitaktivitäten kommen die Leute aus dem Umland gerne in die Stadt. Die Stadtbewohner fahren dafür in der Freizeit gerne ins Umland für einen netten Spaziergang in der Natur. Die Stadt und das Umland zusammen nennt der Fachmann übrigens Agglomerationsraum. Wichtiger Fachbegriff. Mit der Zeit ist das Wohnen im Umland immer beliebter geworden. Die Leute haben Bock auf einen eigenen Garten und etwas mehr Platz. Deswegen ziehen ganz schön viele Menschen aus der Stadt ins Umland und bauen sich hier ein nettes Haus. Platz ist ja da. Das passiert aber oft ohne ein richtiges raumplanerisches Konzept. Es wird einfach da gebaut, wo es am billigsten ist. Die Menschen verteilen sich im Umland somit vollkommen random. Diesen Prozess nennt man auch Zersiedelung. Die Zersiedelung ist gar nicht mal so geil, weil dadurch natürliche Freiflächen und Erholungsgebiete einfach zerschnitten werden. Und wenn die Leute überall verstreut wohnen, müssen natürlich auch mehr Straßen gebaut werden. Das ist einerseits teuer, andererseits stellen die Straßen Barrieren für Tiere und Pflanzen dar. Ihr Lebensraum wird also ziemlich verkleinert. Insgesamt ist die Zersiedelung also etwas, das durch bessere Planung echt verhindert werden sollte. Alles klar soweit? Dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Europäische Städte haben durch ihre teilweise sehr lange Geschichte eine ziemlich große Vielfalt an unterschiedlichen Architekturstilen und Baustrukturen. Trotzdem zeigen viele Städte eine typische Gliederung mit einem Stadtzentrum in der Mitte, Wohn- und Gewerbegebieten darum und der Vorortszone am Stadtrand. Auch das Umland spielt für die Stadt eine wichtige Rolle. Das alles zusammen nennt man dann Agglomerationsraum. Ein Problem ist dabei die Zersiedelung im Umland der Stadt. Hier verteilen sich die Menschen einfach ohne Konzept auf dem freien Land, was ziemlich viele negative Folgen mit sich bringt. Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpClub-App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich.